Nach dem Tod Musas a.s. vermehrten sich die Nachkommen Bani Israels. Sie zogen weiter durch die Wüste und mit der Zeit verteilten sie sich über die ganze Welt. Schon bald sollten sie von dem, was Musa a.s. sie lehrte, abweichen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sandte ihnen neue Propheten. Viele Propheten wurden von ihnen verleumdet, der Lüge bezichtigt oder sogar getötet. Dies ging weiter, bis der vorletzte Prophet Allahs zu ihnen kam. Ein Prophet, der vom Moment seiner Geburt an der letzte Prophet sein sollte, der zu Bani Israel entsandt wird. Und der Gesandte Allahs war Isa a.s. Alles in dem Leben Isas a.s. war wundersam. Von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Die Geschichte Isas a.s. beginnt mit seiner Mutter Maryam a.s. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über sie: Die besten der Frauen der Welt sind vier. Maryam bint Imran, Asiya bin Muzahim, Khadija bin Khuwailid und Fatima bint Muhammad. Das erste Wunder, welches Isa a.s. auszeichnen sollte, wäre ohne seine Mutter nicht möglich gewesen. Denn Isa a.s. wurde ohne Vater von einer jungfräulichen Mutter geboren. Maryam a.s. war eine Frau mit festem Glauben, die ihre Scham stets bewahrte. Und so ehrte Allah subhanahu wa ta'ala sie mit Isa a.s. Eines Tages kam Jibril a.s. zu ihr und sagte: Ja, Maryam, Allah verkündet dir ein Wort von ihm, dessen Name Al-Masih Isa, der Sohn Maryams ist. Angesehen im Diesseits und Jenseits und einer der Nahegestellten. Aufgrund dieser Nachricht war sie schockiert und da sprach sie: Mein Herr, wie sollte ich ein Kind haben, wo mich doch kein Mensch berührt hat? Doch Allah subhanahu wa ta'ala setzt durch, was er subhanahu wa ta'ala beabsichtigt hat. Er subhanahu wa ta'ala bricht die Gesetze dieser Welt, die er selbst aufgestellt hat, nach seinem Willen, wann und wie es ihm gefällt. Denn er ist der Herr der Welten. So sagte Jibril: So wird es sein. Allah erschafft, was er will. Wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er zu ihr nur: Sei und es ist. Wie wir es von Allah subhanahu wa ta'ala kennen, kümmert er sich um diejenigen, die er liebt. Bereits als Kind wurde Maryam Zeuge über Wunder. So versorgte Allah subhanahu wa ta'ala sie mit Sommerfrüchten, als es Winter war, und mit Winterfrüchten, als es Sommer war. Und später sollten ihr weitere Wunder zuteil werden. Kurz vor der Geburt Isa a.s. zog sie sich an einen fernen Ort zurück. Und als die Wehen einsetzten, trieb es sie zu einer Dattelpalme. Die Schmerzen setzten ihr zu, so sagte sie: O wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Da rief er ihr von unten herzu: Sei nicht traurig. Dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein geschaffen. Und schüttele den Stamm der Palme in deine Richtung und sie wird frische, reife Datteln auf dich fallen lassen. So iss und trink und sei frohen Mutes. Allah subhanahu wa ta'ala wusste schon, dass die Menschen kein Argument Maryams akzeptieren würden. Sie hätte sagen können, was sie wollte. Die Menschen hätten ihr doch nicht geglaubt. Und so wurde ihr aufgetragen: Und wenn du einen Menschen siehst, dann sprich: Ich habe dem Allerbarmer zu fasten gelobt. Darum will ich heute mit keinem Menschen reden. Als sie dann Isa a.s. zur Welt brachte und mit ihm a.s. zu ihrem Volk kam, da begannen die Menschen ihr Vorwürfe zu machen und beschuldigten sie, sie nah begangen zu haben. Doch sie zeigte daraufhin auf Isa a.s., welcher sodann sprach: Ich bin wahrlich Allahs Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin. Und angeordnet hat er mir, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich lebe, und gütig gegen meine Mutter zu sein. Und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Isa a.s. wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, sodass er stets lernte, genügsam und dankbar zu sein. Mit der Zeit wuchs Isa a.s. zu einem Mann heran. Die Gelehrten sagen über sein Aussehen, dass er dunkelhäutig war, wie in dieser Region üblich. Er hatte schönes, welliges und langes Haar und eine breite Brust. Als Mann begann er, die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala an die Menschen heranzutragen und sie zur Anbetung des einzig Anbetungswürdigen aufzurufen, wie bereits die Propheten vor ihm. Allah subhanahu wa ta'ala sagt darüber im Koran: Und wir ließen auf ihren Spuren Isa, den Sohn Maryams, folgen, das zu bestätigen, was von der Tora vor ihm offenbart war. Und wir gaben ihm das Evangelium, in dem Rechtleitung und Licht sind, und das zu bestätigen, was von der Tora vor ihm offenbart war, und als Rechtleitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen.
So wie es üblich ist, wurden die Bücher und Regeln der vorherigen Gesandten durch die Schrift, die Isa a.s. gegeben wurde, ersetzt. So kam Isa a.s. zu seinem Volk und sagte, und das zu bestätigen, was von der Tora vor mir offenbart war, und um euch einiges von dem zu erlauben, was euch verboten war. Wie jeder Prophet erhielt auch Isa a.s. Wunder, mit denen er sein Volk überzeugen konnte. Die Wunder Allahs waren stets solche, die zu dem Volk passten, zu dem der Prophet geschickt wurde. Zur Zeit Musas a.s. gab es viele Zauberer, welche die Zauberei wie kaum andere beherrschten. So forderte Allah sie genau darin heraus, damit ihnen die Wahrheit ohne jeglichen Zweifel deutlich wird. So war es auch zur Zeit Isas a.s. Das, womit sich die Menschen beschäftigten, war die Medizin bzw. Heilkunde. So sagte Isa a.s. zu seinem Volk, gewiss, ich bin ja mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen, dass ich euch aus Lehm schaffe, wie die Gestalt eines Vogels. Und dann werde ich ihm einhauchen, und da wird es ein Vogel sein. Und ich werde mit Allahs Erlaubnis den Blindgeborenen und den Weißgefleckten heilen und werde Tote mit Allahs Erlaubnis wieder lebendig machen. Und ich werde euch kundtun, was ihr esst und was ihr in euren Häusern aufspeichert. Doch wie zu jeder Zeit gab es welche, die die Wunder nicht annehmen und die Propheten nicht akzeptierten. Viele beharrten auf ihr Unglauben, selbst nachdem sie die Wunder gesehen hatten. Als Isa aber ihren Unglauben wahrnahm, sagte er, wer sind meine Hilfe auf dem Weg hin zu Allah? Die Jünger sagten, wir sind Allahs Helfer. Wir glauben an Allah und bezeugen, dass wir ihm ergeben sind. Unser Herr, wir glauben an das, was du als Offenbarung herabgesandt hast und folgen dem Gesandten. So schreibe uns auf unter die Zeugnisablegenden. Mit diesen Gefährten machte sich Isa a.s. auf eine Reise. Er machte sich auf den Weg, um die verstreuten Schafe Bani Israels wieder zu versammeln, sodass er sich ihrer Betreuung widmen könnte. Eine besondere Eigenschaft Isas war es, dass er sich von dieser Dunja nicht verzaubern ließ, sondern sich ihr enthielt. Er a.s. war genügsam und pflegte wenig zu essen. Seine Gefährten aber waren anderes gewohnt. Die Strapazen der Reise setzten ihnen zu. Und zugleich waren sie es gewohnt, ein Wunder nach dem anderen zu erleben, da sie Bani Israel angehörten. Und so sagten sie, ja Isa, Sohn der Maryam, ist dein Herr imstande, uns einen Tisch vom Himmel herabzusenden? Diese Frage erzürnte Isa a.s. Denn einerseits distanzierten sie sich selbst von Allah, indem sie sagten, dein Herr. Andererseits wusste Isa um die Geschichte seines Volkes Bescheid. Zum einen verlangten sie, wie ihre Vorväter zur Zeit Musas, Versorgung vom Himmel, doch zeigten sie sich damals undankbar gegenüber der Gnade Allahs. Und zum anderen wollten sie Allah subhanahu wa ta'ala auf die Probe stellen, indem sie sagten, ist dein Herr imstande? Deshalb erwiderte Isa a.s. aufgrund seines Wissens über sie auf angemessene Weise, fürchtet Allah, wenn ihr Gläubige seid. Seine Jünger sagten dann, wir wollen davon essen und unsere Herzen sollen beruhigt sein. Und wir wollen wissen, dass du in Wahrheit zu uns gesprochen hast und wollen selbst dafür Zeugnis ablegen. Isa a.s. kam der Bitte seiner Jünger nach und bat seinen Herren als auch ihren Herren, ja Allah, unser Herr, sende uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herab, dass er ein Fest für uns sei, für den ersten von uns und den letzten von uns, und ein Zeichen von dir und versorge uns, denn du bist der beste Versorger. Und so zeigte sich Allah subhanahu wa ta'ala gnädig und freigebig. Siehe, ich will ihn zu euch niedersenden. Doch es sollte denjenigen, der nach dieser Gnade erneut undankbar wird, eine gewaltige Strafe erwarten. Wer von euch aber danach ungläubig wird, über den werde ich eine Strafe verhängen, mit welcher ich keinen anderen auf der Welt bestrafen werde. Im Christentum ist dieses Ereignis bekannt als das letzte Abendmahl. Eines Tages kamen die Jünger Isas a.s. zu ihm und fragten ihn, ja Rasulullah, wird es nach uns noch eine andere Umma geben? Und die Antwort finden wir im Koran, wo Isa a.s. spricht, ja, Bani Israel, gewiss, ich bin Allahs Gesandter an euch, das bestätigend, was von der Tora vor mir war, und einen Gesandten verkündend, der nach mir kommen wird. Sein Name ist Ahmed. Dieser Ahmed ist das Siegel der Propheten, unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem es keine Propheten mehr geben wird. Der Prophet, der nicht nur für Bani Israel, sondern für die gesamte Menschheit und mit der letzten Botschaft Allahs, dem Islam, entsandt wurde. Es verging einige Zeit, bis Isa a.s. zurückkehrte. Doch sein Volk schmiedete bereits Pläne, um der Botschaft Isas ein Ende zu setzen.
Ihr Hass gegenüber der Wahrheit war so gewaltig, dass sie planten, ihn zu kreuzigen und ihn zu foltern, bis er an seinen Qualen stirbt. Als sie anfingen, ihren Plan in die Tat umzusetzen, errettete Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam. Er tauschte ihn mit einer ihm ähnlich aussehenden Person aus und erhob ihn zu sich in den Himmel empor. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala: Ja, Isa, ich werde dich nunmehr abberufen und dich zu mir emporheben und dich von denen, die ungläubig sind, reinigen. Sie dachten, sie hätten Isa alayhi salam gekreuzigt und ihr Plan wäre erfolgreich gewesen. Sie sagten mit voller Sicherheit: Gewiss, wir haben Al-Masih, Isa, den Sohn Maryams, den Gesandten Allahs, getötet. Doch hatten sie vergessen, wer hinter Isa alayhi salam stand. Es ist der Allwissende und Allmächtige Allah subhanahu wa ta'ala. Sie hatten geplant und Allah hat geplant. Und Allah subhanahu wa ta'ala aber ist der beste Planer. So deckt Allah subhanahu wa ta'ala auf, worin sie sich getäuscht haben. Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen. Und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Seitdem Isa a.s. in den Himmel emporgehoben wurde, konnte er nicht mehr darüber wachen, wie seine Anhänger mit seiner Botschaft verfahren. Wie bei jedem Prophet vor ihm, schweiften die Menschen wieder vom Weg ab. Die meisten von ihnen wichen vom fundamentalen Glauben seiner Botschaft ab. Sie fingen damit an, in ihrer Liebe zu ihm a.s. zu übertreiben. Aus Bewunderung und Zuneigung wurde Verehrung und Vergötterung. So fingen sie an, ihn anzubeten, zu behaupten, dass er der Sohn Allahs sei. Sie sagen, Allah bestehe aus drei Wesen und gemeinsam bilden sie Allah. So spricht Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit, als er sagte: O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus. Al-Masih, Isa, der Sohn Maryams, ist nur ein Gesandter Allah und sein Wort, das er Maryam entbot, und Geist von ihm. Darum glaubt an Allah und seinen Gesandten und sagt nicht drei. Hört auf damit, das ist besser für euch. Allah ist nur ein einziger Gott. Preis sei ihm und erhaben ist er darüber, dass er ein Kind haben sollte. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und Allah genügt als Sachwalter. Zur Zeit der Nachtreise begegnete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Isa alaihi salam und sie sprachen über die Stunde. Da sagte Isa alaihi salam: Wann es stattfinden wird, weiß niemand außer Allah. Dann erwähnte er Dajjal und sagte: Ich werde hinabsteigen und ihn töten. Dann werden die Leute in ihr eigenes Land zurückkehren und werden auf Ya'juj und Ma'juj treffen. Nachdem Isa alaihi salam diese gewaltige Aufgabe bewältigen wird, erwartet ihn bereits ein weiteres Übel. Denn während des Kampfes gegen den Dajjal werden Ya'juj und Ma'juj über die Erde herfallen. Sie werden auch Isa alaihi salam und die Gläubigen, die mit ihm sind, finden. Ya'juj und Ma'juj werden sie belagern, bis Isa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten wird, sie zu vernichten. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird seine Bitte akzeptieren. Die Stunde steht nun kurz bevor und die lange Lebensfrist Isas alaihi salam kommt zu einem Ende. Nachdem Ya'juj und Ma'juj verschwunden sind, wird Allah einen Wind senden, der die Seelen aller Gläubigen mit sich nehmen wird und nur noch boshafte Menschen zurücklässt. Doch wer meint, die Sorgen dieses reinen Propheten hätten nun ein Ende, der täuscht sich. Die Menschen, die behaupteten, Isa alaihi salam am meisten geliebt zu haben, sind es, die ihm die größte Angst und Sorge bereiten werden, weil sie ihn zu etwas gemacht haben, was er nicht ist, ihm Dinge zugeschrieben haben, die ihm nicht gebühren, und ihm einen Rang gegeben haben, der nur einem einzigen gehört. Am Tag des jüngsten Gerichts, einem Tag, dessen Schrecken den Menschen alles vergessen lässt und er in Sorgen ertrinkt, Allah subhanahu wa ta'ala wird sprechen: Ja, Isa, Sohn Maryams, bist du es, der zu den Menschen gesagt hat, nehmt mich und meine Mutter außer Allah zu Göttern? In was für eine unangenehme Situation Isa alaihi salam doch gebracht wurde. Eines der reinsten Geschöpfe, die Allah subhanahu wa ta'ala je erschaffen hat. Und nun muss er alaihi salam Rechenschaft ablegen wegen dem, was ihm zugeschrieben wurde. Isa alaihi salam antwortet Allah subhanahu wa ta'ala: Preis sei dir, es steht mir nicht zu, etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe. Wenn ich es gesagt hätte, dann wüsstest du es bestimmt. Du weißt, was in mir vorgeht, aber ich weiß nicht, was in dir vorgeht. Du bist ja der Allwissende der verborgenen Dinge. So dann spricht Isa alaihi salam sich frei von jeder Verunstaltung seiner Botschaft, welche seine Anhänger begangen haben. Ich habe ihnen nur gesagt, was du mir befohlen hast.
dient Allah meinem und eurem Herrn, und ich war über sie Zeuge, solange ich unter ihnen weilte. Seitdem du mich abberufen hast, bist du der Wächter über sie. Du bist über alles Zeuge. Wenn du sie bestrafst, sind sie deine Diener. Und wenn du ihnen verzeihst, bist du wahrlich der Allmächtige, der Weise. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß sehr wohl, dass Isa alaihi salam keine Schuld trägt. Und so wird ihm gestattet, den Paradiesgarten Allahs zu betreten, Al-Jannah.